Jetzt auf Togo.de. Das neue Spiel von Wusel. Wusels verrückte Erfinderwerkstatt. Hallo bei Wuselgusel. Das heutige Thema habe ich vorbereitet. Beni, ich übernehme das, ja? Nicht, dass du mir wieder vorwirfst, ich würde hier nur Dinge in die Luft jagen. Wusel, du jagst sinnlos Dinge in die Luft. Das werfe ich dir mal vor. Heute nicht. Dein Freund Wusel ist tipptopp vorbereitet. Ach ja? Gut. Na bitte. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Wuselgusel, Ihrer sympathischen Wissenssendung. Unser heutiges Thema hat ca. 570.000 Einwohner und liegt mitten im Ruhrgebiet. Die Stadt Essen. Wusel, ich unterbreche dich ja nur ungern. Dann mach es nicht. Essen muss ist ich eine aber. Na, unser heutiges Thema ist nicht die Stadt Essen, sondern Essen, das man isst. Na, wir erzählen euch, wer die Currywurst erfunden hat und dass Roboter kochen können. Aha. Ja, was mache ich denn dann jetzt mit dem ganzen Dynamit, mit dem ich die Bergbaugeschichte der Stadt Essen nachstellen wollte? Dann jag es meinetwegen sinnlos in die Luft. Aber sinnlos ist das heute nur wegen dir. Heute wird's also so richtig lecker bei uns. Es geht ums Essen. Yeah. Und zwar aus der ganzen Welt. Was sind tausendjährige Eier? Stinkbomben. Kommt der Hamburger wirklich aus Hamburg? Ja. Oder nein. Oder doch. Und wer hat die Pizza erfunden? Das war ich. Ich hab die erfunden. Wusel, Pizza Boom 3001 zählt leider nicht. Jetzt beruhig dich doch mal. Warum bist du so aufgedreht? Weil ich zum Thema Essen eben noch schnell was vorbereitet habe. Das wird so toll. Ach ja? Was denn? Wir beide, ich und du, oder du und ich, wir eröffnen ein Restaurant. Das wird super. Das Beste ist, wir sind die Besitzer. Das heißt, wir können umsonst essen. Du weißt schon, dass ein Restaurant total viel Arbeit ist. Da muss man tausend Dinge organisieren. Ja, das weiß ich doch. Ist doch alles schon erledigt. Hier. Das sind deine Vorbereitungen? Nein, natürlich nicht. Essstäbchen? Genau, damit sollen unsere Gäste essen, habe ich mir so überlegt. Weil wir ein asiatisches Restaurant eröffnen? Nein, weil es die Dinger billig im Asiamarkt hier um die Ecke gab. Wusel, du hast dich überhaupt nicht gut vorbereitet. Ich wette, du kannst selbst nicht mal mit diesen Dingern essen. Hier, probier mal. In Japan, China und vielen anderen Ländern Asiens isst man tatsächlich alle Mahlzeiten mit solchen Stäbchen. Außer Suppe. Die darf man natürlich auch dort löffeln. Beni, ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. So kann doch niemand essen. Doch, jeder siebte Mensch auf der Erde. Und manche sogar schon beim Frühstück. So? So sieht bei vielen Familien in Deutschland ein typisches Frühstück aus. Viel Obst, Müsli, was Süßes und was Herzhaftes. Aber wie frühstücken Menschen in anderen Teilen der Welt? Das französische Frühstück ist viel kleiner. Ein Croissant mit süßem Aufstrich und warmem Getränk, fertig. In Großbritannien ähnelt die Morgenmahlzeit oft unserem Mittagessen. Zu Eiern gibt es gebratene Würstchen und Tomaten, gekochte Bohnen, manchmal auch Blutwurst. Toastbrot mit Butter und Marmelade gibt's auch noch, ganz schön viel. Und nochmal Bohnen. Dieser Brei, genannt Ful, ist ein ägyptisches Frühstück. Eigentlich kann man ihn den ganzen Tag essen, wenn man Bohnen mag und damit klarkommt, was die mit der Verdauung anstellen. In weiten Teilen Asiens essen die Menschen zu fast jeder Mahlzeit Reis. Das typisch vietnamesische Frühstück besteht aus einer Reisnudelsuppe mit Fleisch. In Japan gibt es eingelegtes Gemüse, gebratenen Fisch, eine Suppe und natürlich auch wieder Reis. Oft essen Japaner auch die Reste vom letzten Abendessen. Und ein typisches Frühstück in der Türkei sieht so aus. Brot mit Käse, Oliven, Tomaten, Gurken und Joghurt. Aber egal was für ein Frühstück, die morgendliche Mahlzeit ist der perfekte Start in den Tag
Sie gibt uns Kraft und Energie fürs Lernen, Spielen oder Sport machen. Wusel will ein Restaurant eröffnen. Ich gebe ja zu, dass ich mir das vielleicht etwas zu einfach vorgestellt habe. Hilfst du mir, Beni? Bitte. Na gut, aber du kannst doch gar nicht kochen. Ja, dann bist du der Koch. Das hätten wir schon mal. Ich hätte bitte gerne eine Pizza Salami. Wusel, in einem Restaurant bestellt man das Essen nicht beim Koch, sondern beim Kellner. Ach so. Tja, aber wer könnte denn hier der Kellner sein? Wusel? Lass uns mal ganz genau überlegen. Ja? Also, wenn ich der Koch bin, was bist du dann? Hungrig. Deswegen möchte ich doch eine Pizza Salami, hab ich doch gerade gesagt. Warte, ich hab's. Du bist Koch und Kellner. Ach, warum nicht auch noch Putzmann, Barkeeper und Geschäftsführer? Hey, mal langsam. Du kommst total egoistisch rüber, wenn du dir die ganzen coolen Jobs unter den Nagel reißt. Was ist denn dann mit mir? Hey, ich hab's. Du könntest der Kellner sein. Oh, toll, gute Idee. Ja, lass uns das mal probieren. Ja, pass auf, du bist jetzt mal der Gast und ich bin der Kellner und du bestellst bei mir. Pass auf. Ach, guten Tag. Ich hätte gern eine Pizza Salami, bitte. Oh, tut mir leid, mein Herr. Dies ist soeben ein Selbstbedienungsrestaurant geworden. Sie müssen sich die Pizza schon selbst holen. Ach, und bringen Sie mir doch einfach eine mit, ja? Vielen Dank. Aber... Und eine Apfelschorle. Mit Eis. Danke. Sie ist eine der berühmtesten Mahlzeiten der Welt, die Pizza. Das Tolle an ihr, es gibt sie in so vielen verschiedenen Arten. Ob mit Zwiebeln oder Champignons mit extra viel Käse, mit Salami, mit Schinken. Irgendeine Pizza mag fast jeder. Zu Hause ist die Pizza in Italien. Aber wie ist sie dort entstanden? Ihre Anfänge sind schon relativ alt. Wahrscheinlich verwendeten Bäcker vor tausenden Jahren einen Vorläufer der Pizza als Hilfe beim Brotbacken. Ab dem 16. Jahrhundert wurde Brot in solchen Steinöfen gebacken. Bis das Feuer den Ofen richtig heiß machte, dauerte es viele Stunden. Vor dem Brotbacken schoben die Bäcker einen dünnen, mit Tomaten und Kräutern belegten Brotteig in den Ofen, den Vorläufer der Pizza. An der Backzeit konnten sie sehen, wie heiß der Ofen war. Das half beim anschließenden Brotbacken. Man vermutet, dass die Pizza, wie wir sie heute kennen, schon vor 200 Jahren in Italien entstanden ist. Sie war ein praktisches Essen, weil es je nach Jahreszeit nicht immer jede Zutat gab. Gab es gerade Champignons, kamen die auf die Pizza oder eben Wurst und was sonst noch da war. Durch italienische Auswanderer kam die Pizza schon vor über 100 Jahren nach Amerika und später auch nach Deutschland. Die erste Pizzeria wurde hier 1952 eröffnet. Heute gibt es wahrscheinlich kaum einen Ort auf der Welt, wo man sie nicht kennt. Die Pizza. Das Thema Essen macht mich langsam richtig hungrig. Sag mal, Wusel, willst du eigentlich immer noch dein eigenes Selbstbedienungsrestaurant eröffnen? Ja, aber diesmal richtig. Ich eröffne mein eigenes Fastfood-Restaurant. Das ist Englisch und heißt so viel wie schnelles Essen. Also zum Beispiel Burger, Falafel, Currywürste, Hotdogs oder Sandwiches. Das alles ist Fastfood. Willkommen bei Wusel. Wir haben das schnellste Fastfood der Welt. Wie kann ich Ihnen helfen? Wusel, muss das so laut sein? Bitte machen Sie schnell, Sie sind zu langsam. Okay. Ich nehme ein Sandwich mit Schinken, Käse, Tomaten und Salat. Vielen Dank für Ihre schnelle Bestellung. Ich habe nur noch ein paar klitzekleine, schnelle Fragen. Tomaten geschält oder mit Schale? Mit Schale. Ketchup Bio oder normal? Bio. Welcher Käse? Emmentaler, Gouda, Edamer, Esrum, Zehlzehnter, Bergkäse, Butterkäse, Cheddar, Parmesan oder Feta? Ich will einfach nur ein Sandwich. Bei Wusel soll der Gast rundum zufrieden sein. Aber schnell bitte, wir haben nämlich hier das schnellste Fastfood der Welt, ich weiß. Also, Gouda. Sehr gut. Brot getoastet oder nicht? Meersalz oder Steinsalz? Getoastet und Steinsalz. Na, das hätten Sie aber auch alles bei Ihrer Bestellung schon sagen können. Oh. Guten Appetit. Das muss jetzt aber auch ganz besonders gut schmecken. Tja, es ist eben das schnellste Fastfood der Welt.
Geht man in China oder Taiwan über einen Essensmarkt, dann kann es plötzlich passieren. Ein unfassbar unangenehmer Geruch steigt einem in die Nase. Als ob irgendwo eine lange, nicht geputzte Toilette offen steht. In Wahrheit riecht da etwas zu essen. Stinkender Tofu. Tofu ist eine aus Sojabohnen hergestellte Masse und auch bei uns beliebt. Besonders bei Vegetariern, also Menschen, die kein Fleisch essen. Normalerweise stinkt er nicht, doch stinkender Tofu wird Tage oder sogar Monate lang in Salzwasser und Gewürzen gelagert. Dabei entstehen Bakterien, die den Tofu verändern. Er bekommt einen für unsere Nasen stinkenden Geruch. Aber die Chinesen lieben ihn. Auch in Europa gibt es gewöhnungsbedürftiges Essen. In Island wird das Fleisch des Eishais mehrere Wochen vergraben und dann getrocknet. Dieses Hawkhall genannte Essen riecht so stark, dass auch manchen Isländern davon schlecht wird. Angeblich soll es aber die Verdauung anregen. Will man in Thailand ins Flugzeug steigen, kann man einen besonderen Warnhinweis entdecken. Die Abbildung einer Durian- oder Stinkfrucht. Das Warnzeichen bedeutet, dass sie nicht ins Flugzeug mitgenommen werden darf. Aus gutem Grund. Das Fruchtfleisch schmeckt zwar nach Vanille und Walnuss, aber die Frucht selbst riecht intensiv nach vergammeltem Käse. Zurück nach China. Wem jetzt noch nicht schlecht ist, dem empfehlen wir tausendjährige Eier. Die Enten- oder Hühnereier sind natürlich nicht wirklich 1000 Jahre alt. Aber sie werden 3 Monate in einer Mischung aus Wasser, Kalk, Holzkohle und vielen anderen Dingen eingelegt. Dadurch werden die Eier schwarz und geleeartig und bekommen, ihr ahnt es schon, einen sehr unangenehmen Geruch. Essen, das der Rest der Welt total eklig findet, gibt es aber auch bei uns. Käse. Das ist nichts anderes als kontrolliert vergammelte Milch. Für Menschen aus Asien besonders eklig, Blauschimmelkäse, wie zum Beispiel Gorgonzola. Essen ist eben Gewohnheitssache. Überall auf der Welt. Wusels Versuch mit dem schnellsten Fastfood der Welt ging gründlich daneben. Und ich habe immer noch Hunger. Ach, kein Problem. Dein Freund hat schon die nächste Idee. Und dieses Mal wirst du noch zufriedener sein. Herzlich willkommen bei Chez Wusel, die einzige 10-Sterne-Restaurant von der Welt. Also Wusel, das sieht ja wirklich toll aus, aber 10 Sterne? Ja, natürlich. Die angeblich besten und oftmals auch teuersten Restaurants der Welt erkennt man an einer Auszeichnung mit Sternen. Die werden von Essensexperten vergeben. Aber sind das nicht allerhöchstens 3? Plus 7 Sterne von die Wuselschen Küchenkommission. Den 10. gab sie übrigens für blaue Aare in die Suppe. Eine Delikatesse. Wusel, was war das? Oh, der Benimaland 3001. In ein Sternerestaurant dürfen nämlich nur ausgewählte Gäste. Aber bei dir machen wir mal eine Ausnahme. Na, herzlichen Dank. Ja, bitteschön. Und der Alarm bedeutet, Jackett anziehen und Schlips üben. Wichtig. Besser? Ja, richtig. Okay. Was denn? Das ist die falsche Glas. Für jedes Getränk gibt es die richtige Glas. Ich sehe, Monsieur ist bereit zu bestellen. Und ihr ist unser heutiges Menü. Oh la la. Oh la la. Moment mal, was ist denn ein Petit Pain Coupé en Deux mit Boulette de Viande Moutarde und Cornichon? Das ist eine Art Chignon Grillon, Rissaler, Mordel, Misou, Dekal, Bordel, Le Bichotter, Le Bichotter, Le Revoit, Le Zut, Le Bichot, Le Dorotro, Dorotro, Dor, Piquant. Dann nehme ich, ein Wurstbrot. Oh, sehr wohl, Monsieur. Kommt sofort. Et voilà. Moment mal. Soll das ein Witz sein? Oh, bei uns isst man sich nicht satt, mein Herr. Bei uns genießt man. Bon Appetit! Hm.
Kommt die Currywurst aus Indien? Kommt der Döner wirklich aus der Türkei? Und heißt der Hamburger Hamburger, weil er aus Hamburg kommt? Los geht's mit der Currywurst. Das Currypulver ist tatsächlich typisch indischen Gewürzmischungen namens Masalas nachempfunden. Aber die Idee, eine deutsche Wurst mit einer exotischen Gewürzsoße zusammenzubringen, kommt aus Berlin. Hertha Heuwer hat am 4. September 1949 zum ersten Mal eine Currywurst angeboten. In ihre Soße kamen Tomatenmark, Wustersoße, natürlich Currypulver und noch ein paar geheime Zutaten. Currywurst aus Indien? Falsch. Angeblich wurde auch der beliebte Döner nicht in der Türkei, sondern in Berlin erfunden. Doch das stimmt nicht. Denn schon im 19. Jahrhundert berichteten Türkei-Reisende von einem ähnlichen Gericht. Saftiges Hammelfleisch wurde auf einem drehenden Spieß gebraten. Daher auch der Name, Döner. Denn Dönmek heißt auf Türkisch sich drehen. Und das Fleisch wurde in eine Teigtasche gepackt. Das viele Gemüse kam allerdings erst in Deutschland dazu. Döner aus der Türkei war. Und der Hamburger kommt aus Hamburg, oder? Eine gängige Theorie besagt Folgendes. Hamburg hat einen großen Hafen. Schon vor 400 Jahren fuhren von hier Schiffe in alle Welt, auch nach Amerika. Und für den Hunger unterwegs war das Rundstück warm beliebt. Eine Scheibe Schweinebraten mit Soße zwischen Brötchenhälften. In Amerika nannte man das dann Hamburger Sandwich. Im Laufe der Zeit veränderte sich das Gericht. Aus dem Braten wurde eine Rinder-Hackfleisch-Frikadelle. Der Burger, wie wir ihn heute kennen, kam aus Amerika wieder nach Deutschland und Hamburg zurück. Aber ursprünglich ist der Hamburger ein Hamburger. Es ist also wahr. Mein Magen knurrt langsam wie ein Traktor. Wusel, gib's auf mit deiner Restauranteröffnung. Ich geh jetzt in die Kantine. Oh, nicht so schnell. Du wirst staunen. Denn jetzt eröffne ich den Wuselkeiten 3001. Kiten? Das habe ich ja noch nie gehört. Och, die sind in Asien, vor allem in Japan, sehr beliebt. Kleine Sushi-Portionen fahren auf einem Fließband an den Gästen vorbei und jeder nimmt sich so viel er will. Ha, das kenne ich doch. Da gibt's Teller in verschiedenen Farben und die zeigen an, was das jeweilige Essen kostet. Mhm. Oh, Wusel, das sieht ja lecker aus. Ja, na dann nimm bitte Platz. Aber müsste das Essen nicht auf einem Fließband stehen? Falsch. Im Wuselkeiten fährt nicht das Essen, sondern der Gast. Aber ich bin viel zu schnell, Wusel. Ui, Tomatensuppe. Meine Lieblingssuppe. Mhm. Hey, jetzt bin ich falsch rum. Ach, keine Angst, du drehst dich gleich wieder zurück. Ich habe nämlich diese Sitze aus einer alten Geisterbahn. Hoppala. Wusel? Ja? Was ist das denn jetzt? Also das ist wahrscheinlich der Achterbahnantrieb. Den gab's nämlich noch umsonst zu den Geisterbahnteilen dazu. Aber bedeutet das nicht bei einer Achterbahn, wenn die ganz langsam fährt, dass sie im nächsten Moment dann... Dann habe ich ja jetzt alles für mich. Geht man in ein Restaurant, passiert meistens Folgendes. Man setzt sich, sucht sich was aus der Karte aus, bestellt bei der Kellnerin und die bringt dann Essen und Getränke. Eine menschliche Kellnerin wohlgemerkt. In einem Restaurant in der Nähe der chinesischen Stadt Shanghai ist das etwas anders. Hier übernehmen Roboter viele Aufgaben. Die Bestellung geht in die Küche zum Roboterkoch. Er mischt vorgefertigte Zutaten im Wok zusammen. Das ist eine spezielle asiatische Pfanne. Wie lange die Speisen kochen, ist vorprogrammiert. Dann wird das Essen umgeladen und hier muss im Moment noch ein Mensch helfen. Jetzt geht's automatisch zum Tisch und zum Gast. Die Roboter finden ihren Weg mit Hilfe der Linie auf dem Boden. Und wer aus Versehen einem Roboter in den Weg läuft, keine Sorge, der hält sofort an.
Einen Vorteil haben die Roboter auf jeden Fall. Sie werden nie müde, zumindest nicht, solange die Batterie hält. Die Sendung ist jetzt fast vorbei und ich hatte immer noch nichts zu essen. Wusel, hier, hör mal. Was? Was soll ich hören? Na, hör mal, mein Magen, wie der knurrt. Hm? Ich hab so Hunger. Im Restaurant der Zukunft kriegst du so viel zu essen, wie du willst. Herzlich willkommen im Wutopia! Ist deine letzte Chance. Was ist das denn? Oh, das ist der Essenreplikator Mahlzeit 3001. Sag einfach, was du willst. Naja, eigentlich nur eine... Ja, und bitte was Kompliziertes. Mach es dem Automaten nicht zu einfach. Oh, ein Thai-Curry, eine Pizza mit Erdbeerkuchen, Schokoladenmus, Sahnequark, einem Rieseneisbecher, Spaghetti Vongole und Sushi. Und Erbsensuppe. Das Gerät macht gleich Bling. Bitteschön. Also von einer Erbse werde ich aber nicht satt. Ha, und ob. Das kommt auf einen Teller, ein bisschen Wasser drüber und schon verwandelt sich das in deine komplette Bestellung. Wäre ja sonst ein bisschen zu groß gewesen für den Apparat. So. Ja, hier ist das Wasser. So, jetzt leg doch bitte mal die Pille auf den Teller. Die Erbse? Hm? Die habe ich gegessen. Aber hast du mir denn gerade nicht zugehört? Entschuldige, ich kann mich vor lauter Hunger gar nicht mehr konzentrieren. Och, was wenn denn? Wenn die Pille jetzt im Magen mit Feuchtigkeit zusammenkommt, dann... Dann? Ich muss weg. Wusel! Na, wenigstens bin ich satt. So, jetzt habt ihr aber genug Videos gesehen, oder? Was? Ihr wollt noch mehr? Aber es ist doch schon so spät. Solltet ihr nicht langsam schlafen? Moment. Ja. Ihr werdet müde. Ganz müde. Noch müder. Warum schlaft ihr denn nicht ein? Ihr müsst doch auf das Ding hier gucken und dann... Ach, René. Ich muss jetzt erstmal ein Nickerchen machen, glaube ich. Ihr könnt ja noch ein Video gucken.